Es ist der 50. Tag nach Ostern. Jesu Jünger sitzen in einem Raum zusammen, trauen sich nicht hinaus, bleiben unter sich, sind verwirrt, warten ab. Erst wurde Jesus gekreuzigt, dann ist er auferstanden und ihnen erschienen. 40 Tage waren sie mit ihm zusammen. Schließlich verschwand er vor ihren Augen in den Himmel. So erzählt es Lukas. Ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das war mit das Letzte, was Jesus zu ihnen sagte. Und dann geschieht es. Ein Brausen erfüllt das ganze Haus. Der Heilige Geist erscheint ihnen wie Feuerzungen und erfüllt sie. Und auf einmal fangen sie an zu predigen, in allen möglichen Sprachen. Und all die Menschen, die zurzeit in Jerusalem sind, von überall her, hören sie und verstehen sie. Das erinnert an eine andere Geschichte, eine Geschichte aus der Vorzeit. Noch sprechen alle Menschen eine Sprache, doch dann fangen sie an, einen Turm zu bauen, um Gott ganz nah zu sein, um am Himmel zu kratzen, um sich einen Namen zu machen, und werden in alle Winde zerstreut, unfähig, einander zu verstehen. Jetzt ist es andersherum. Gott kommt zu den Menschen, kommt zu ihnen herunter. Und auf einmal verstehen sie einander wieder, verstehen die Botschaft der menschgewordenen Liebe Gottes, Jesus Christus. Komm zu uns, Geist Gottes, erfülle uns, damit wir hören, damit wir verstehen, dich und einander, damit wir die gute Nachricht von Jesus Christus in die Welt hineintragen, in Wort und Tat. Komm zu uns, Geist Gottes, erfülle uns. Amen.